Willkommen zu Trials Rising, einem Spiel für die Nintendo Switch. Die Trials-Reihe ist relativ bekannt. Jeder hat sie gespielt, außer ich so ungefähr. Und ja, deswegen gucken wir jetzt einfach mal, wie mir das Spiel so gefällt. Du glaubst, du bist bereit für die Trials Rising Meisterschaft? Schicke einfach deine Bewerbung. Ja, ich würde ganz gerne. Bin ich eher dramatisch oder bin ich hart? Ich glaube, ich bin eher dramatisch. Hautfarbe. Oh, sexy. Ich glaube, das ist realistischer. Ich frage mich auch, ob das jetzt ein PvP-Spiel ist oder ob ich hier gegen irgendwelche Leute spielen muss. Naja, okay. Wir haben deine Bewerbung gelesen. Doch zuerst solltest du deine Fähigkeiten auf einer richtigen Ligastrecke beweisen. Beende einfach die Strecke, während ich deinen Lebenslauf und so weiter und so fort. Ah, okay. Ja, ich habe keine Ahnung von Trials. Ich habe noch nie Trials gespielt. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich ein bisschen noobig werden. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich will es einfach mal anzocken und ja. Wir gucken einfach mal, wie sich das alles so entwickelt. Ich weiß, dass man bei Trials mit Hochrad fährt und ich weiß, dass ich über die Strecke kommen muss. Aber ich weiß noch gar nicht, wie die Steuerung funktioniert. Deswegen gucken wir mal. Also, ZR ist Gas. Okay. Bumm. Ja, und es wurde diese... Oh Gott. Scheint schwieriger zu sein, als ich dachte. Das Spiel wurde uns schon öfters auch empfohlen, dass mal... Ich komme mit der Steuerung gerade nicht so wirklich klar. Wurde uns schon mehrmals empfohlen, tatsächlich, dass wir das mal spielen sollen. Weil man es auch im Multiplayer spielen kann. Ich verstehe gerade nicht so wirklich, wie ich mich denn hier wieder so drehe. Oh Gott. Also die Steuerung? Ich weiß nicht, muss man sich daran gewöhnen? Ist die immer so? Bisher finde ich die Steuerung schwierig, tatsächlich. Wahrscheinlich so ein Spiel easy to learn, hard to master. Weil, oh Gott, ist die Steuerung sensibel. Aber ich glaube, wenn man hier das Spiel ein bisschen kann, kann man hier durchaus Spaß haben. Ob es jetzt was für mich ist, weiß ich nur nicht. Bei mir ist die Steuerung auf den ersten Blick ein bisschen zu sensibel, muss ich sagen. Aber so allmählich? Okay, kaum sage ich es schon, kriege ich wieder auf die Fresse. Ich wollte gerade sagen, allmählich gewöhne ich mich an die Steuerung. Aber man muss auch, glaube ich... das ist jetzt nicht sehr realistisch physikmäßig, oder? Man muss auch so ein bisschen mit dem Gas arbeiten, glaube ich. Also wie gesagt, ich habe Trials noch nie gespielt. Es gibt, glaube ich, 2 oder 3 Vorgänger. Von daher erwartet nicht, dass ich hier brilliere. Aber ich merke schon, das Spiel liegt mir nicht so sonderlich. Aber es sieht witzig aus, wie der Typ auf die Fresse kriegt. Und jetzt sehr merkwürdig zurückgeht. Ich sehe auch oben links gibt es eine Zeit. Gut, die ist mir jetzt relativ egal. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich hier erstmal noch nicht gegen andere Spieler spiele. Oh Mann. Die sind hier gerade so ein bisschen sadistisch, die Entwickler. Ja, also wie gesagt, Trials. Ich muss mal gucken, ob das was für mich ist. Also auf dem ersten Eindruck würde ich jetzt erstmal sagen, nein. Weil mir ist einfach die Steuerung viel zu sensibel. Das geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Da kann man sich sicherlich dran gewöhnen. Aber es ist mir einfach zu sehr Trial and Error. Von daher. Aber gut, vielleicht gewöhne ich mich noch dran. Ich gebe dem Spiel erstmal eine Chance. Oh. Also ich finde diese Physik ist auch mega merkwürdig, dass er hier immer so nach hinten so schnell rutscht und die Steuerung... Wie soll man das denn schaffen? Muss ich da... Achso, ich muss da aufs Dach drauf. Ja, gut, ne? Alter, was soll das denn? Wie soll ich das denn schaffen? Hui! Oh, diese Steuerung! Alter, ist die Steuerung sensibel. Ich bin ganz froh, dass ich hier erstmal gerade so ein bisschen üben kann, weil hätte ich gegen andere Menschen gespielt, ich glaube, ich hätte richtig auf die Fresse gekriegt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man dieses Spiel hier ein bisschen länger spielt und dem eine Chance gibt, dass man dann auch besser spielt, als ich jetzt in den ersten 4 Minuten meiner Trials-Karriere. Wenigstens kommt jetzt mal vernünftige Musik und nicht so komische Hip-Hop-Musik. Nun, da du etwas Übung hast, wird es Zeit, dass du dich der Trials-Universität einschreibst. Dort lernst du Techniken, die dir helfen können, deinen fahrerischen Fähigkeiten zu entwickeln. Professor und so weiter und so fort. Gut, dann soll ich dahin? Zur Universität. Gut, Lektion Anfänger 1. Was muss ich hier machen?
Welcome to Trials 101. The next four lessons will give you an introduction to the basic skills you'll need to ride a Trials bike. Warum hat man die mir nicht vorher gegeben? I'll teach you is throttle control. Most new riders think that full gas is the fastest way to the finish line. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, dass man wirklich sehr sensibel mit dem Gas umgehen muss. Will make you ride slower, it will also help you stay in control of the bike. For this first lesson, don't worry about speed. Apply the gas gently and focus on getting to the finish line. Okay. Ja, und dann fahre ich gegen so Kisten. Okay. Lehrer fragen. Hallo Herr Lehrer, was soll ich dir denn fragen? Okay, ich merke, dieses Spiel ist nichts für ungeduldige Menschen, also nichts für mich. Ah, okay, wenn man hier auch nur sehr... Alter. Aber die Physik ist schon ein bisschen übertrieben, oder? Das ist jetzt nicht realistisch, würde ich einfach mal behaupten. Vielleicht irre ich mich ja auch. Achso, wir spielen übrigens auf der Nintendo Switch, falls ihr euch wundert. Ey, ich bin doch ins Ziel gekommen. Oh, hier ist so eine kleine nervige Obstwiege, die mich die ganze Zeit tyrannisiert. Ich meine, es sieht schon witzig aus, wenn man dahin fliegt, aber... Ja gut. Trials hatte ich auch immer bei Steam auf der Wunschliste, dass ich mir gedacht habe, ja, wenn es das mal für einen Fünfer gibt, hole ich mir das mal, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Spiel ist nichts für mich. Wenn ich ein Rennspiel spiele, will ich da schnell durchpacen und... Das sieht doch, wie der da auf dem Motorrad sitzt. Das sieht gerade ein bisschen merkwürdig aus, als wenn er irgendwie betrunken wäre. Hey, ich lehne mich nach vorne. Okay. Vor allen Dingen ist es... Klar, es ist irgendwie, klar, physikalisch eine Herausforderung, jetzt hier irgendwie rüber zu fahren, aber... Ich will doch schnell rennen. Ich will jedoch richtig durchfahren. Okay, ich habe Belohnungen bekommen. D, C ist wahrscheinlich der Rang. C, okay. Note erreicht, Geld. Ja, wir spielen das Ganze einfach mal so 15, 20 Minuten und dann werde ich so meinen Senf dazu geben und ja, das ist so der Plan. Könnt ihr nicht bei der Rockmusik bleiben? Das würde ich doch deutlich cooler finden. Universität. Kann ich jetzt irgendwo anders hin? Habe ich das hier schon gemacht? Breaking Bad hatte ich schon. A Hard Head Zone. Hier schaltet man wahrscheinlich auch irgendwie Motorräder frei, wie man hier sieht. Oh, ich fahre jetzt gegen andere Leute. Golden Nugget, Bronze Baby und Silver Bullet. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Das würde mich sehr wundern. Gott. Ach, das sind auch nur Geister. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt mit denen hier gleichzeitig auf der... Hallo, würdest du bitte... Wenn ich mit denen auch gleichzeitig auf der Strecke fahre, wäre das auch ein bisschen problematisch. Und das setzt sich scheinbar immer wieder zurück. Das heißt, ich fahre hier kein wirkliches Rennen, sondern es ist irgendwie nur so Zeitgedöns. Aber was ich an dem Spiel tatsächlich mag, es ist ja relativ verrückt mit diesen... Muss ich da einfach warten? Mit diesen Strecken, das scheint schon ganz cool zu sein. Aber es ist eher... Ich würde es eigentlich nicht als Rennspiel bezeichnen, auch wenn es ein Rennspiel ist, klar, aber... Oh Gott. Eher so ein Physik-Spiel, also so ein Physik-Rätsel würde ich jetzt nicht sagen, aber ein Physik-Racer, wenn es sowas gibt. Ah, ich glaube, man kann hier schon echt Spaß haben, aber... Oh Gott. Ich glaube, das Spiel ist nichts für mich. Muss ich leider so ganz ehrlich sagen, aber das heißt nicht, dass das Spiel nicht gut ist. Aber gut, es kann einem nicht jedes Spiel gefallen, zum Beispiel Tricky Towers, das ist ja auch so ein Spiel, was man durchaus mal spielen kann, das gefällt mir halt auch nicht, obwohl ich Tetris richtig gerne mag. Von daher, oh. Eieiei. Trials Rising oder wie es auch immer heißt, leider scheinbar kein Spiel für mich. Ich kriege diese Stelle hier auch nicht hin, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie ich die schaffen soll. So. Aber es macht wahrscheinlich echt Spaß, wenn man das Spiel... Ach, ey, jetzt geht mir das Spiel langsam ein bisschen auf den Sack. Macht wahrscheinlich Spaß, wenn man hier wirklich so Speedruns oder sowas machen kann. Wieso bin ich jetzt gehüpft? Das verstehe ich nicht. Oh Gott. Ja, wir werden übrigens gleich noch andere Spiele im Stream spielen. Heute am Sonntag wollte ich mal so ein paar verschiedene Sachen machen. Hui! Hier kann man wieder Vollgas geben. Da macht es wieder richtig Bock. Ich habe übrigens keine Möglichkeit zu bremsen, oder? Ja, das ist natürlich hier physikalisch äußerst realistisch.
Hallo Hero, ich grüße dich. Und ich werde diese Ränge auch auf keinen Fall schaffen. Hallo? Muss ich dagegen? Okay, das war das Ziel. Ich habe versagt, Hero. Wie geht es dir denn? Ich wurde sogar belohnt, obwohl ich scheiße war? Glückwunsch zum Stufenaufstieg. Jedes Mal, wenn du eine neue Stufe erreichst, wirst du mit deiner Ausstattungskarte belohnt. Mit der gelangst du vor jedem Bildschirm zur Anpassung. Versuche es jetzt gleich, nachdem ich verschwunden bin. Okay, herdrücken. Ach so, das ist hier wieder so mit Lootboxen scheinbar. Ich krieg jetzt aber keine Aufkleber oder so ein Scheiß, oder? Doch. Boah, okay. Na gut. Dem Hero geht's gut, das freut mich. Wie komme ich hier jetzt weiter? Ich will eigentlich Rennen fahren, aber... Hallo? Spiel. Ich möchte gerne weiterfahren. Hey Fahrer, ich stell dir deinen neuen Gönner vor. Ich meine Sponsor, wenn du und so weiter und so fort. Okay, ich krieg Belohnung. Lootbox. Ist das jetzt so ein Free-to-Play-Spiel geworden, Trials? Ich meine, Trials hat früher immer so ein bisschen Geld gekostet. So 10, 20 Euro. Aber jetzt scheint es irgendwie Free-to-Play zu sein. Ziele, beende die Strecke. Das kriege ich vielleicht hin. Bin jetzt nicht so optimistisch nach meinem letzten Versuch. Aber, ja, wir gucken mal. Also ich finde das Spiel grundsätzlich okay. Also ich finde es sogar ganz gut, würde ich sagen. Aber ich merke halt auch, dass es echt nichts für mich ist, ne? Und ja, so ist das dann. Aber trotzdem kann ich es trotzdem so unabhängig davon beurteilen, dass es nichts für mich persönlich ist. Aber wenn man das mit mehreren Leuten so zusammenspielt, eventuell auch gegeneinander, das wird ja sicherlich gehen. Das macht vermutlich schon Spaß, wenn man so den gleichen Skill hat. Aber ich fürchte auch, sollte man dieses Spiel mit mehreren spielen und einer kann das ein bisschen besser als alle anderen. Oh, geile Map übrigens. Dann wird das nicht mehr so witzig für die sein, die nicht so gut sind. Hui. Aber dann habe ich Trials wenigstens mal gespielt. Dann kann ich jetzt wenigstens sagen, ja, ich habe Trials mal gespielt, ist nichts für mich. Aber es ist trotzdem ein relativ gutes Spiel, würde ich eigentlich sagen. Was mir auch gefällt tatsächlich, sind diese... Oh Gott. Maps. Was mir nicht gefällt, ist... Die Steuerung ist mir ein bisschen zu sensibel, aber gut. Hilfe. Also diese verrückten Maps sind echt so das Highlight. Aber ja, man muss da irgendwie, muss wahrscheinlich einfach Erfahrung haben, die anderen Teile gespielt haben, Stunden damit verbracht haben. Vielleicht ist es ja sogar realistisch von der Steuerung her. Ich weiß nicht, ich bin jetzt noch nie Motorrad in irgendeiner komischen Todesmine hier gefahren. Mit Lava, ich kann das nicht beurteilen, ob... mit dem Zug. Aber doch, es ist schon ganz cool. Ich bin irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Ich merke halt, dass es nichts für mich ist. Aber ich finde das Spiel gleichzeitig cool. Muss ich sagen. Kann man das nachvollziehen? Wie sieht das denn bei Herobrine aus? Hat er das Spiel immer gespielt? Aber die Todesanimationen sind doch jetzt mal witzig. Muss ich ja sagen. Aber wie man das schaffen soll, gucken wir mal. Das Gute ist, man wird hier nicht wirklich bestraft. Oh Gott. Wenn man nicht diese Pilze, sage ich schon, diese Geister da besiegt. Man muss ja einfach nur ins Ziel kommen. Das werde ich wohl irgendwann schaffen. Aber man muss definitiv sagen, bei den Maps waren die sehr kreativ. Hui! Ja, ich komme auch langsam ein bisschen... Ja, immer wenn ich sage, ich komme langsam ein bisschen besser mit der Steuerung, klar. Dann kriege ich gerade wieder auf die Fresse. Es ist wahrscheinlich wirklich einfach ein Auswendiglernen von den Maps, ne? Es ist so... Wie bei Donkey Kong, diese Loren-Level, wenn man die noch nie gespielt hat, dann verliert man halt auch nur. Aber irgendwann lernt man sie halt auswendig. Oh Gott. Ja, definitiv ein gutes Ziel. Bin ich jetzt tot? Wahrscheinlich, ne? Gut, aber ich denke mal, das soll es für Trials gewesen sein. Für so einen ersten Anlauf. Ich finde das Spiel eigentlich grundsätzlich cool. Aber ich merke auch gleichzeitig, dass es nichts für mich ist. Weil es so Try-and-Error-Strecken auswendig lernen ist und... Das ist nicht so meins, aber ladet es euch ruhig mal runter aus dem Switch eShop. Es ist eigentlich ganz cool. So, Ersteindruck ganz gut, aber leider nichts für mich. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.